Herzlich willkommen auf Moody Shaper Laser und heute ein richtig cooles Unboxing und zwar von Tribbit. Übrigens nochmal an dieser Stelle danke an Tribbit, die mir diese Soundbox, diese Bluetooth Wellness Portablen Speaker X Sound Go Tribbit zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Und den werden wir uns heute mal zusammen angucken. Das ganze Teil kommt hier in dieser Verpackung. Ich habe jetzt hier die Black Version. Hier seht ihr, was alles geht. Wasserproof, Long Battery Time, also lange Laufzeit der Batterie. Speakerphone, das heißt, wir können auch Telefone annehmen. Und Serious Sound. Ich muss sagen dazu, das ist mein erster Bluetooth-Lautsprecher. Ich hatte bis jetzt nur diesen Smiley von René. Und wir hören uns das Ding einfach mal an. Also, wir haben hier einmal den Bluetooth-Speaker. Sehr schwer. Das Ganze hier kostet, wie gesagt, okay, noch Anleitung und das war's. Und ein Kabel ist damit bei. Da haben wir einmal ein Micro-USB-Kabel auf USB. Ist ein Standard-USB-Kabel. Dann haben wir hier nochmal Dankeskarten, Garantiekarten für den nächsten Einkauf, eine Reduzierung anscheinend. Und die Anleitung, wie was funktionieren soll, wie die Knöpfe sind und. Es wird alles erklärt. Wow, ganz cool. Aber das ist wie gesagt immer Papierkram, der interessiert uns nicht. Weg. Gucken wir uns die Box an. Die Box ist hier geschützt. Kommt hier in so einen Stoff. Macht einen guten Eindruck. Ich hatte sie schon mal draußen zum Aufladen, weil sie war teil nur geladen und ich wollte sie voll aufgeladen haben. Wir sehen hier das Tribbit-Logo. Leicht. Ansonsten sehr schön gemacht, das Ganze in so einem gummiartigen Schwarz, richtig schön, macht einen guten, echt einen guten Eindruck. Hier hinten haben wir eine Kappe, hier haben wir vier kleine Gummifüße, dass das Ganze rutschfest ist. Dann haben wir hier eine Art Lanyard dran, dass wir die Box auch irgendwo ranmachen können, sehr gut. Und dann haben wir hier hinten noch eine Kappe und hinter dieser Kappe ist einmal Micro-USB und einmal der AUX-Anschluss. Das Ganze hier hat ist ein bisschen dicker, dass das Ganze hier aber auch wasserdicht ist. Und man muss es auch mit ein bisschen Kraft und Druck reindrücken. Und dadurch macht das für mich auch den Eindruck, dass es hier auf jeden Fall wasserdicht ist. Ja, das Ganze wird hier oben eingeschaltet mit dem On-Knopf. Hier haben wir die Bluetooth-Verbindung, Play, Minus, Plus. Und das war's. Und wir hören uns das gute Stück jetzt mal an. Wir werden aber auch in diesem Video den kompletten Test machen mit der Box. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal hören. Wir werden rausgehen, den Lautsprecher einmal draußen hören. Weil ich finde immer, das spielt eine wichtige Rolle. Wie hört sich der Lautsprecher auch draußen an? Die Kamera hier nimmt sehr gut den Ton auf. Ich hoffe, dass sie den auch so rüberbringt. Zwar nicht so original rüberbringt, wie ich ihn jetzt höre, aber dass ihr so ein bisschen das hören könnt. Dann werden wir ihn draußen testen, im Auto. Und ja, das war's eigentlich. Wir schalten das gute Stück ein. Ich schnappe mein Handy und schalte Bluetooth jetzt ein. Hat sich verbunden. Oder ist dabei, sich gerade zu verbinden? Ah, ne, hat sich schon verbunden. Das ging also super schnell. Also Speaker und Handy haben sich super schnell gefunden. So, jetzt wurde der Sound hier schon eingestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich den Lautsprecher schon getestet habe. Also ein kurzer Test. Und zwar mit der Bose Soundanlage von Marcel. Und ich muss sagen, lautstärketechnisch kommt sie daran, ohne Probleme. Wobei hier die Tribbit in dem ja sehr lauten Spektrum, ich sag mal hier, wo es ins Rote reingeht, die letzten 1, 2, 3, ja, die letzten 3 Klicks bis zur endgültigen Lautstärke, da fängt sie dann an zu kratzen und der Bass wird auch weniger. Ansonsten, wenn man sie so in dem Mittelbereich hat, ist der Bass wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also im Raum ist das wirklich ein toller Bass. Und wir hören uns das mal an. So, da haben wir hier unsere Copyframe-Mucke. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte der Lautstärke. Und ich muss sagen, der Bass hört sich da richtig gut an. Wir können auch hier lauter machen und leiser. Doch, geil. Hammer. Machen wir mal lauter. Yeah.
Hört ihr das? Guckt euch das an. Was ist jetzt los? Da bricht er das Lied ab. Ich gehe kaputt. Doch nicht mit einem Video. Also der Bass ist hier wirklich krass. Ich drehe jetzt mal auf. Kurz vor laut, maximal Lautstärke. Manchmal Lautstärke komplett. Ja, boah, sehr laut, also wirklich sehr lautes Teil, muss ich sagen. Hört sich aber auf maximaler Lautstärke nicht mehr allzu schön an, muss ich sagen. Aber so auf Hälfte, also auf halber Lautstärke, wirklich richtig toller Ton. Also, ich muss mir das nochmal kurz geben. Auf halber Lautstärke, ein bisschen weniger als halbe Lautstärke, richtig toller Klang, toller Bass, wirklich, wirklich schön. Sobald man lauter wird, nimmt der Bass ein bisschen ab. Aber ich finde, der hat die Höhen, spielt der richtig gut und das hört sich richtig gut an. Und ja, wie gesagt, wir haben hier ein Stereo, Bluetooth-Box ist das hier. Wir haben hier einmal den Treiber und hier einmal den Treiber und hier in der Mitte haben wir eine passive Bassbox-Membrane. Keine Ahnung, ich kenne das nicht, aber das kann man hier sehen. Ihr seht hier einmal den Speaker, hier diese Passiv-Bass-Membrane und dann hier den Speaker. Und er ist sehr schwer. Und für 35 Euro, also ich finde für 35 Euro finde ich ihn echt gut. Ich werde ihn jetzt immer mitnehmen zu unseren Treffen, wo wir fahren gehen. Und ja, ich finde ihn wirklich stark. Tolles Teil. Kurz vor maximal Lautstärke. Super, stark. Ja, das war der Test in der Wohnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und dann werden wir den auch mal im Auto hören und einmal draußen. Ich finde, das ist auch genauso wichtig. Und dann komme ich mal zu meinem Fazit. Bis gleich. So, wir sind im Auto. Und zwar möchte ich gerne die Musikbox auch mal im Auto testen. Und viele haben das zum Beispiel. Die trauen sich nicht an die Boxen ran, an ihrem Auto und wollen die Boxen machen oder enger ein Soundsystem oder. Und für diese Leute wäre so eine Soundbox natürlich auch eine Alternative. Ich habe die mal da unten platziert. Ihr seht sie. Die kann man natürlich auch hier in den Becherhalter zum Beispiel reinpacken. Oder aufs Armaturenbrett, ne, mit den Anti-Rutschfüßen sitzt die auch einigermaßen. Aber während der Fahrt wäre mir das, glaube ich, zu unsicher. Deswegen packe ich die mal da unten hin. Und wir hören uns jetzt mal den Ton an. Ich habe hier wieder das freie Lied. So, und das ist, ja, ihr seht, die Lautstärke, nicht ganz Hälfte. Gut, jetzt werde ich mal lauter. So, und lassen wir mal ein bisschen laufen. Ich hole mal das Handy raus. Ich mache mal ein bisschen lauter.
Ja, das ist angenehm. Angenehme Lautstärke. Auch der Bass ist nicht schlecht in der Lautstärke. Hört sich gut an, muss ich sagen. Könnte ich mir auch vorstellen als Autolautsprecher. Also wenn man nichts hat. Lassen wir mal ein bisschen laufen und ein bisschen auf uns wirken. Okay, ich mache ein bisschen lauter. Das ist schon sehr laut jetzt. Ich steig mal aus. Mal so, offene Tür haben. Ich muss sagen, doch schon ziemlich laut. Also, selbst bei offener Tür. Nicht schlecht. Aber so ist mir das zu laut. So ist angenehm. Vielleicht noch einen Tick leiser. Ja, also so könnte ich mir das echt vorstellen, zu fahren und dabei die Musik laufen zu lassen. Also ist eine Alternative. Ich will es einfach nur mal gezeigt haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und testen die Box mal draußen mit Umgebungsgeräuschen. Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen auch. Ist natürlich kein Vergleich zu einer Anlage. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel meine. Das ist natürlich kein Vergleich. Aber für Leute, die sich sowas nicht reinbauen, so eine Anlage, und vielleicht gar nichts drin haben, nicht mal ein Radio, ja, warum nicht, ne? Geht auch mit dieser mit der Musikbox hier. Ne? Spielt er jetzt? Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Hört sich gut an, wirklich. Und ich muss sagen, wirklich, das hört sich wirklich nicht schlecht an. Ich berücksichtige auch immer den Preis und wir reden hier von 35 Euro. Und dafür hört sich das echt gut an. Also ich, absolut top, muss ich sagen. Ja, wir gehen jetzt mal raus mit ihr und testen mal draußen. So, liebe Leute, wir sind draußen mit der Soundbox. Wir starten mal das Lied. Lautstärke ist, naja, Viertel. Und jetzt gucken wir mal, wie das sich hier draußen anhört. Ich mach mal lauter. Bis zum Roten. Jetzt kommt auch gerade ein Flugzeug. Boah, der Bass ist wirklich gut. Bei der Lautstärke wirklich gut. Kann man machen. So. Für so leises Dudeln. Wenn man in der Gruppe ist, am Tisch, ja, doch, ist okay. Machen wir lauter. Machen wir volle Pulle. Uiuiui. Der ist echt laut. Okay, ich mach mal leiser. Ist mir ein bisschen unangenehm. Also ich bin jetzt runter von der Lautstärke. Und ja, man darf nicht ganz laut machen. Ungefähr so dreimal tippen, kurz vor Ende der Lautstärke, verliert er sonst seinen Bass. Aber ansonsten nicht schlecht. Jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen weiter weggehen, um zu gucken, wie das rüberkommt aus der Entfernung.
Ich mache mal ein bisschen lauter dabei. Volle Lautstärke. Und dann können wir auch gleich mal den Reichweitentest machen. Handy ist hier. Der Truck steht da. Ich weiß nicht, ob man die Musik noch hören kann. Jetzt kommt auch wieder ein Flugzeug. So, dann machen wir mal Reichweitentest. Wie lange die Musik hier stabil mitläuft. Ah, jetzt. Jetzt haben wir Probleme. Hört man das? Ich gehe mal näher ran. Ja, ab hier ist wieder stabil. Nee, immer noch nicht. Ja, ab jetzt. Ab jetzt ist wieder stabil. War wohl doch zu weit. Vielleicht liegt das aber auch nur wegen dem Flugzeug. Immer noch volle Lautstärke. So, gehen wir mal hier. Gucken wir mal. Läuft noch. Läuft immer noch. Läuft immer noch. Oha. Okay, kommt wohl drauf an, wie man geht. Wir stehen jetzt hier und ich kann die Musik immer noch hören. Ja, läuft einwandfrei. Also Reichweite ist gut, muss ich sagen. Kommt aber drauf an, wie man sich wohl entfernt. Ob von vorne oder von der Seite. Auf jeden Fall Reichweite okay, würde ich sagen. Und von der Lautstärke ist immer noch volle Lautstärke immer noch eingestellt. Für draußen. Ja. Ich mach mal leiser. Auf jeden Fall auch draußen zu gebrauchen, in der Truppe, in der Gruppe. Warum nicht? Also, nicht schlecht. Wie gesagt, 35 Euro. Top. Ja, das war's mit dem Test der Soundbox Tribit. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im Review. Ich werde das Ding weiter für euch testen. Mal gucken, wie lange sie durchhält von der Stundenanzahl. Und ja, werde sie mal ein bisschen mitnehmen. Feedback von anderen Leuten holen. Aber bis jetzt der erste Eindruck. Das ist nervig. Das ist nervig, dass sie dann piept. Ja, das war's mit der Tribit. Euer Laser. Tschüss.